Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute zusammen mal wieder ein Mini-Album und ey Leute, ich habe mir was super Geiles ausgedacht. Aus der Not geboren. Es ist ein 3x-Mini-Album. Ich zeige euch das Ganze mal, bevor ihr euch noch die ganze Zeit das Hirn zermartert, was das sein könnte. Es ist das hier. Tada! Das ist mein 3x-Mini-Album. Es ist eigentlich ein ganz normales Mini-Album. Allerdings ist mir die Seite irgendwie ein bisschen zu lang geworden. Für mich persönlich, ihr könnt das auch so lassen und dann so in den Schrank schieben. Aber ich weiß nicht, ich finde für die 5 Seiten den riesen Rücken einfach irgendwie unnötig und unförmig. Und deswegen habe ich gedacht, ist das doch eine süße Idee, wenn man das so irgendwo hinstellt. Ich habe hier die Seiten verschlossen mit diesem kleinen Bändchen. Die Schleifen sind natürlich wunderschön geworden. Manchmal frage ich mich auch, wie ich meine Schuhe zukriege, wenn ich sowas sehe. Das muss für die Fotos gleich mein Mann machen, weil, also wenn ich was nicht kann, dann ist es wirklich Schleifenbinden. Sollte ich vielleicht mal üben. Egal. Ich habe hier vorne nicht viel gemacht. Ich habe hier einfach nur so ein paar Sachen draufgeklebt, die ich hier noch rumfliegen hatte. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das mal auf, damit ihr seht, wie das Ganze von innen aussieht. Na, immerhin gehen die Schleifen auf, ne? Das ist ja auch schon mal was. Also. Ja, jetzt ist das ganze Bändchen raus. Also guckens, bei mir sieht das ja so aus. Also würde ich das Ganze jetzt einmal so aufklappen. Dann habe ich das Ganze immer mit diesen Clips verschlossen, die ich zusätzlich mit diesem kleinen Schleifenbändchen verziert habe. Und dann kann man das Ganze einmal nach links aufklappen und einmal nach rechts aufklappen. Ich hatte hier eigentlich noch vor, das Ganze mit Kopierpapier zu bekleben, damit ich hier ein Foto reinkleben kann und da was Kleines schreiben. Ich bin mir allerdings noch nicht unbedingt sicher, ob ich das so lasse, deswegen habe ich jetzt erstmal gar nichts reingeklebt. Das sind die einzelnen Seiten. Auf der Rückseite haben wir dann hier noch so ein kleines Pocket für Tags oder was auch immer man da reintun will. So verschließt man das. Man kann das Ganze natürlich auch mit Magneten verschließen, aber ich fand das mit diesen kleinen Büroklammern irgendwie, was heißt kleine Büroklammer, das sind schon diese komischen Aktenklammern, die sind schon was größer, aber ich finde das einfach ganz neckig, ne? Und normalerweise würde das Album so liegen, das heißt, man klappt was hoch und was runter. Aber wie gesagt, es ist ja das 3x-Mini-Album, also legen wir das Ganze so lang. Ich zeige euch jetzt mal eben, was wir dafür brauchen. Wir benötigen für dieses Mini-Mini-Album erstmal Cardstock für die Seiten. Ich habe mir 5 Stück zurechtgeschnitten. Eigentlich wollte ich nur dieses Grasgrün benutzen, aber ich hatte nur noch 3 Bögen. Also habe ich noch auf Türkis zurückgegriffen. Das passt ganz gut zu meinem Paperpad. Ich habe Hello Pastel von Primer Marketing, glaube ich, oder so benutzt. Über das Paperpad habe ich mich wohl total aufgeregt, weil viele Leute haben ja mitgekriegt, dass ich eine neue Schneidemaschine habe, die endlich gerade schneidet. Und die kleinen Teile, die ich für die Seiten zurechtgeschnitten habe, die waren nicht gerade. Und ich denke, das kann doch nicht sein, ey. Jetzt hast du hier 40 Öcken verkloppt und dann schneidet das Ding doch nicht gerade, bis ich mal drauf gekommen bin, dass die Seiten in diesem Paperpad komplett schief sind. Das fällt nicht immer auf. Das fällt jetzt hier vielleicht auf, weil dieser weiße Strich hier unten breiter ist als da oben. Aber komm da erstmal hinter. Da rechnet ja keiner mit, ne? Also das an der Stelle. Ich weiß nicht, ob die alle so sind. Kann ich euch nicht sagen, da muss man halt ein bisschen hin und her schnibbeln, sag ich mal so. Also das habe ich benutzt, um mir die Seiten zurechtzuschneiden. Man kann für dieses Mini-Album Magneten verwenden. Ich verwende allerdings hier diese Clips. Die präpariere ich mir später noch, weil ich das irgendwie süß finde und ich möchte, dass oben später was rausguckt. Ist halt mal was neckiger, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Pappe. Ich habe jetzt hier die Rückseite von dem Faltkarten-Cardstock genommen. Das werde ich eventuell doppelt kleben, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht genau. Das schneiden wir uns aber gleich zusammen zurecht. Die Maße findet ihr alle unten in der Infobox. Inch- und Zentimeterangaben, falls ihr euch jetzt wundert, wenn wir gleich wieder mit Inch-Maßen falzen und so. Ne, keine Panik, unten alles auch nochmal in Zentimeter. Ja, und dann brauchen wir noch Kleber, Kleber und Kleber. Und ein Falzbein und eventuell ein Falzbrett oder ein Lineal, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Und dann starten wir auch schon. Als erstes wird gefalzt und hierfür lege ich die langen Cardstock-Stücke mit der 11,5-Inch-Seite nach oben an und starte die Falzerei bei 3,7/8, das ist hier, und bei 8,1/8, das ist hier. Und dann drehe ich mir das Ganze einmal auf die kurze Seite und falze links oder rechts, je nachdem, wo ihr es lieber habt. Ich mache es jetzt rechts einen halben Inch. Und das war's auch schon. Das machen wir jetzt mit allen 5 Teilen. Wenn das erledigt ist, ziehen wir uns die ganzen Falzlinien einmal schön nach mit einem Falzbein, damit die Kanten schön crisp sind. Wenn wir das gefalzt haben, lege ich das so hin, dass
ja, die Wölbung nach oben geht quasi. Und wir müssen jetzt die Ober- und die Unterseite präparieren. Ihr seht, die Oberseite ist ein kleines bisschen kürzer, minimal. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was das kürzere Teil ist, dann messet am besten einfach nochmal nach. Dann habe ich mir hier zwei so kleine Teile zurechtgeschnitten. Das eine misst einen Zentimeter und das andere misst einen halben Zentimeter. Da erspare ich mir nämlich jetzt ungemein die Messerei im Anschluss. Denn ich möchte das Teil und das Teil ein bisschen kürzen. Hierfür lege ich jetzt dieses zurechtgeschnittene Schablönchen vor die Falzlinie an. Und das endet hier unten vor dieser Falzlinie. Und dann ziehe ich mir jetzt hier einfach einmal einen Strich und weiß, wo ich gleich schneiden muss. Das gleiche mache ich an der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Ich verwende für das kürzere Teil den einen Zentimeter und für das etwas längere Teil den halben Zentimeter. Hier mache ich nämlich genau das gleiche nochmal. Also ich lege das hier an, halte das fest, sehe zu, dass die Nägel nicht drüber gucken, weil ansonsten hat man nämlich eine Hügellandschaft, die man entlang schneiden muss. So, und das gleiche mache ich nochmal auf dieser Seite. Also ein halber Zentimeter ist ein bisschen fummelig. So. Und so. Seht ihr? Da haben wir schon den ersten Hügel. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt nehme ich mir eine Schere zur Hand. Und die Teile schneide ich jetzt hier einfach einmal weg. Ich versuche einigermaßen gerade zu schneiden. Wenn ihr das nicht so drauf habt, dann könnt ihr auch ein Cuttermesser und ein Lineal nehmen. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und dann hier nochmal entlang der Falzlinie. Jetzt haben wir hier so ein kleines Klappzwuckelchen. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal auf der gegenüberliegenden Seite mit dem ganzen Zentimeter. Ich rede wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen leiser, weil ich hochkonzentriert bin, wenn ich versuche, eine Linie gerade zu schneiden mit der Schere. Aber ich habe es jetzt auch mit dem Paper, hier mit dem Papiertrimmer nicht so drauf, als dass ich das da anlegen könnte. Und Cuttermesser ist verschwunden. Taucht bestimmt auf, wenn das Mini-Album fertig ist. So ist es nämlich meistens. So, geschafft. So sieht das Ganze jetzt aus. Das hier wird nach oben geklappt und das obere Teil kommt nach unten. Als nächstes können wir das Ganze auch schon mit Designpapier bekleben. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Teile zurechtgeschnitten. Ne, warte mal. Das ist natürlich jetzt das nicht so schöne Beispiel, weil ich musste ja alle Blätter verwenden. Ich nehme mal das nächste. Die Farbkombi finde ich nämlich persönlich ein bisschen hübscher. Also ich habe ein großes Teil für die Mitte. Dann habe ich hier eins. Und wenn ich das runterklappe, hier nochmal eins. Das Ganze wird jetzt einmal schwarz umrandet und dann klebe ich das Ganze auch schon fest. Achso, solltet ihr jetzt mit Magneten arbeiten wollen, dann müsst ihr hier einen anbringen und da einen anbringen, bevor ihr das Designpapier draufklebt. Wenn ihr das aber auch so machen möchtet, wie ich mit diesem Klemmerchen, man kann ja auch andere Klemmerchen nehmen. Es gibt ja auch diese hübschen, hier diese Teile. Die hier, ne? Die sind natürlich auch super süß, finde ich. Da habe ich aber nur einen von. Upsi. Ja, oder man klebt das Ganze halt komplett falsch. Ja, ich flipp aus. Warum klebt ATG-Kleber so dolle? Scheiße. So, egal. Jetzt haben wir da eine riesen Katsche drin, aber besser als schief geklebt, ne? So, so sieht das Ganze jetzt einmal aus. Die Rückseite möchte ich natürlich auch bekleben. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir da jetzt was zusammengefrickelt, weil es bleibt schon viel Verschnitt übrig. Also ihr habt eine ganze Menge von diesen kleinen Teilen. Die kann ich jetzt so hier irgendwie erstmal nicht gebrauchen. Später vielleicht für ein paar Tags, aber so jetzt nicht. Es bleiben aber auch einige von den Dingern übrig. Und die habe ich mir jetzt so zurechtgeschnitten, dass ich eins hier festkleben kann. Und das untere klebe ich nur in der U-Form fest, dass ich hier jetzt im Anschluss noch was reinstecken kann. Bevor ich das allerdings mache, werde ich auf der unteren Seite das Ganze noch mit einem Bordürenstanzer bearbeiten. Und das war's auch schon, ne? Und das mache ich jetzt mit den restlichen Seiten auch noch und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig beklebt ist. Die Teile können wir jetzt auch erstmal beiseite legen, denn wir machen uns an das Cover. Ich habe mir hierfür
wie schon gesagt, diese Pappe zurechtgeschnitten und habe zwei Teile übereinander geklebt. Und jetzt habe ich die Dicke von einem vernünftigen Chipboard, würde ich mal behaupten. Wer sowas nicht zu Hause hat, der kann auch eine Kelloggs-Verpackung nehmen und das übereinander kleben oder eine Paketverpackung von Amazon oder was, was man auch immer zu Hause hat. Ich habe keinen Bock, das Ganze jetzt auf ein großes Stück zu kleben, also habe ich mir aus meinem Paperpad zwei 6x6 Papiere zurechtgeschnitten, nicht zurechtgeschnitten, einfach nur rausgerissen. Und die werde ich jetzt hier jeweils auf die Mitte kleben. Ich nehme hier dieses doppelseitige Klebeband und ich klatsche jetzt beide Teile erstmal mit ordentlich Band voll, damit sich später bei dem Cover und bei der Rückseite auch nichts löst und das Papier schön glatt liegt. Und außerdem muss ja dieses nicht so doll klebende Action-Klebeband auch irgendwann mal verbraucht werden. Und das ist natürlich die optimale Möglichkeit, weil wenn sich da eventuell was lösen sollte, fällt das später gar nicht auf, weil wir das ja eingeschlagen haben. So, als nächstes ziehe ich mir die Schutzfolie ab und dann klebe ich das genau in die Mitte. Also ich achte darauf, dass links und rechts und oben und unten ungefähr der gleiche Abstand ist. Das ist, glaube ich, hier. Fest drücken. Und das gleiche auch nochmal mit dem zweiten Teil. Als nächstes klappe ich mir diese Seitenränder um. Also ich stelle das einfach nur aufrecht hin und wabbel da so ein bisschen von links nach rechts, vorne, hinten. Zack, 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 um die Struktur von dem Papier schon mal zu brechen. So, wenn wir das gemacht haben, haben wir jetzt hier an den vier Ecken diese kleinen Quadrate, die entstanden sind. Und die müssen wir jetzt rausschneiden. Ich schneide die allerdings jetzt nicht akkurat daraus, sondern ich schräge das Ganze so ein bisschen an. Also ich schneide einen Ticken schräg an dieser kreierten Falzlinie entlang, Richtung Mittelpunkt, also da, wo sich diese Falzlinien treffen. Das wäre einmal so. Und einmal so. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut, aber es sollte später ungefähr so aussehen. Also kein Quadrat, sondern mehr so ein kleiner Pfeil. Und das mache ich jetzt an allen vier Ecken. Und jetzt können wir das Ganze auch schon festkleben. Bevor ich das mache, rubbel ich jetzt hier allerdings mit dem Falzbein nochmal drüber, damit das Ganze auch schön anliegt und nicht die ganze Zeit immer so hochklappt. Schön vorsichtig, weil wir wollen ja nicht, dass das Papier noch irgendwie in den letzten Zügen reißt. Das wäre ärgerlich. Passiert mir jetzt nicht unbedingt selten. Deswegen sage ich das dazu. So, das Ganze klebe ich fest mit doppelseitigem Klebeband. Ihr könnt aber auch Flüssigkleber nehmen. Das ist an dieser Stelle vollkommen egal. Allerdings habe ich ja gerade dieses Action-Klebeband verwendet und ich möchte wenigstens, dass das hier einigermaßen gut hält. Weil das wäre ärgerlich, wenn das später aufgehen sollte. So, also bringe ich jetzt hier ringsrum einmal doppelseitiges Klebeband an. Und jetzt können wir das Ganze hochklappen. Ich ziehe das immer also ich halte das immer in der Mitte so ein bisschen fest und ziehe das nach oben, damit ich auch sicherstellen kann, dass das Ganze schön glatt liegt. Und ich nehme immer die gegenüberliegenden Seiten. Sieht einfach im Anschluss ein bisschen hübscher aus. So, fertig ist das erste Coverteil. Als nächstes müssen wir noch die Innenseite verkleiden und hierfür habe ich mir zwei Designpapierpapiere zurechtgeschnitten. Genau, Janine. In den Maßen. Ist auch egal, schreibe ich euch in die Infobox. Und die klebe ich jetzt hier einmal mittig drauf, sodass ich rundherum noch einen schönen Rand von dem Coverpapier habe. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und das sind ja jetzt nur zwei Hälften. Wir brauchen noch ein Mittelstück. Und das habe ich mir genauso zurechtgeschnitten wie diese beiden Teile auch. Und was wir hier machen, ist jetzt das Ganze von der einen Seite mit Designpapier bekleben. Ich habe mir da jetzt groß nichts zurechtgeschnitten. Ich habe jetzt im Endeffekt nur so ein 6x6 Papier genommen, was ich ganz hübsch fand und was noch in dem Block vorhanden war. Jetzt bringe ich hier einen guten Kleber an, weil auf diesem Designpapier werden später auch die einzelnen Seiten festgeklebt. Das sollte also schon gut mit diesem Teil verbunden sein. Ich mache das mal eben. Und dann klebe ich das hier einfach mit die Strau. So, schön drücken. Und jetzt gehe ich da einfach mal mit der Schere lang, beziehungsweise mit einem Cuttermesser schneide ich mir das Ganze jetzt einmal aus, indem ich hier einfach an den Seiten vorsichtig entlang fahre. So sieht das Ganze jetzt aus.
Als nächstes nehme ich mir ein Stück Designpapier, das misst 6 Inch, also die komplette Länge des Paperpads, mal 4, 3 Achtel, also die Höhe unseres Mini-Albums. Und das lege ich mir jetzt einmal so hier hin und drapiere die einzelnen Teile so da drauf, auf dass ich später sicher sein kann, dass es einigermaßen gerade ist. Und das machen wir jetzt wie folgt. Ich nehme mir dieses Mittelteil und klatsche auf die Rückseite ein richtig gutes Klebeband. Wo ist das jetzt hin? Ist das ein Chaos? Eigentlich müsste ich mal ein Foto machen und das jetzt einblenden. Ah, ich hab's. So. Also ich baller jetzt hier wirklich die komplette Rückseite mit diesem Kleber voll. Ihr könnt auch einen guten Flüssigkleber nehmen, aber auch der ist auf meinem Schreibtisch verschollen. Rot war jetzt hier irgendwie schneller auffindbar als weiß. Wenn wir das gemacht haben, klebe ich dieses Teil genau in die Mitte. Wenn ihr jetzt nicht so ein gutes Augenmaß habt, dann könnt ihr euch das auch abmessen, aber ich denke, das sollte irgendwie passen. Weil das genau auf dieses Stück zurechtgeschnitten ist, lege ich das jetzt erstmal, wenn ich die Abstände für einigermaßen in Ordnung gefunden habe, hier genau hier oben am Rand an, lasse das Ganze einmal nach unten fallen. So, als nächstes knicke ich auch hier diese Seitendinger so ein bisschen um, damit sich das Papier schön bricht. Und jetzt bringe ich hier auch zwei Bahnen doppelseitiges Klebeband an. Einmal am Rand. Vielleicht passt auch noch ein drittes. Also ich lasse auf jeden Fall ein bisschen Platz zu dem Mittelteil. Ungefähr, ja, was ist das hier, ne? Das kleine Teil ist jetzt schwierig. Das sind ein paar Millimeter. Das ist auch eine super Angabe jetzt. Aber, warte, ich zeige euch das nochmal. Also es ist wirklich nur, wenn ihr das so zuklappt, dann sollte das Klebeband das Chipboard-Stück nicht berühren. So, das ist doch eine gute Erklärung. Und man kann unschwer erkennen, dass ich hier ein bisschen zu wenig Platz gelassen habe. Ach egal, da sammeln sich dann später so richtig schön die Fussel-Leute. Wer mag das nicht? So, jetzt können wir diese Teile drauf festkleben. Ihr solltet euch jetzt überlegen, was soll die Front und was soll die Rückseite werden. Ich möchte jetzt, ich nehme rosa nach vorne und gelb nach hinten. So, und jetzt ziehe ich, starte jetzt einfach mit der Rückseite. Ich ziehe das Schutzfolienzeug ab und das klebe ich jetzt so vor dieses mittlere Stück Chipboard, dass ich ein bisschen Platz habe, also ungefähr so viel Platz, wie eure Teile breit sind. Es kommt halt jetzt auch immer ein bisschen drauf an, mit was ihr klebt. Ob ihr jetzt einen Amazon-Karton nehmt oder eine Kelloggs-Verpackung, das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Also orientiert euch einfach an der Breite eures Materials. Ja, und dann klebe ich statt hier fest. Lübt. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Seht ihr? Und jetzt habt ihr hier einmal für außen ein hübsches Cover. So, jetzt sind wir in den letzten Zügen. Jetzt kommen unsere einzelnen Seiten zum Einsatz und wir bringen jetzt auf den Rückseiten, also wenn sich das jetzt alles so auf die Seite knickt, ist das die Rückseite, jeweils eine Bahn richtig gutes doppelseitiges Klebeband an. Richtig gutes, weil an diesem Stück Klebeband klebt jetzt eure komplette Seite. Wenn ihr jetzt einen guten Flüssigkleber habt oder so, könnt ihr natürlich auch den nehmen. Den habe ich allerdings nicht, mein ganzer Tacky-Glue ist irgendwie aufgebraucht. Ich sollte mir vielleicht mal was Neues besorgen. Ich drücke den Kleber auch richtig schön fest, dass er die Möglichkeit hat, sich schön mit dem Papier zu verbinden. Ich rubbel da jetzt im Anschluss auch nochmal mit einem Falzbein drüber. Und dann solltet ihr euch natürlich jetzt im Klaren sein, welche Seite soll wo sitzen. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich finde, von vorne und von hinten sehen die alle irgendwie gleich aus. Also das gleiche Farbschema. Ich habe jetzt nichts Besonderes. Und ich habe allerdings zwei verschiedene Cardstock-Farben benutzt. Deswegen habe ich zugesehen, dass die zwei, also dass das immer abwechselnd festgeklebt wird. So, ich lege mir die auch wirklich so, wie die kleben sollen, übereinander, weil sonst kommt Janine hier wieder durcheinander. Legen wir los. Ich ziehe hier die Schutzfolie ab. Alles, was überschüssig ist, das knicke ich noch so ein bisschen um, weil da bleiben auch Fussel dran hängen, wenn ihr das so lassen solltet. So, und jetzt klebe ich das genau hier an den Rand von diesem mittleren Teil. Ich habe das extra ein bisschen größer gelassen, also achte ich darauf, dass oben und unten der gleiche Abstand zum Rand herrscht. Ja, und wenn ich denke, dass es passt, dann lasse ich es fallen.
und drücke das Ganze einmal fest. Dann klappe ich das um und schnappe mir die nächste Seite. Jetzt wird die Geschichte auch ein bisschen einfacher. Also wir müssen nur am Anfang schön vorsichtig kleben. Und dieses Teil klebe ich jetzt genau an den Rand. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht das Problem mit schief geschnittenen Seiten habe, weil ich habe doch die neue Schneidemaschine. Und sollte das jetzt wirklich so sein, bin ich einfach zu doof. Ich bin ja eh immer ein bisschen doof, was so Seiten einkleben geht. Deswegen greife ich gerne auf andere Varianten zurück, sprich Binderinge oder Bändchenbindung oder wie man das halt nennt. Ne? Das ist immer echt, das hier ist immer ein bisschen aufregig für mich. Nicht schlecht, Herr Specht. So sieht das Ganze aus. Und so sieht das Ganze aus, wenn man es zumacht. Und ich muss sagen, ich finde es nicht so schön, um ehrlich zu sein. Aber ich hatte gerade den Geistesblitz des Jahres. Und zwar, wenn ich das jetzt einfach so drehe, dann ist das ein Dreiecksmini, Leute. Ich nenne das Ganze Dreiecksmini und dann machen wir einfach so. Und dann können wir die hier, guck mal hier, dann können wir dann einfach von der Seite gucken. Ich werde einfach so tun, als war das gewollt von Anfang an. Was ich jetzt im Anschluss mache, ich werde hier und hier und das gleiche auch nochmal auf der Rückseite Löcher punchen, damit ich hier das Ganze mit einem Bändel verschließen kann. Und ich werde das tatsächlich so irgendwo hinstellen, weil ich das irgendwie echt süß finde. Ich werde also auch das Ganze von der Seite dekorieren und nicht so rum dekorieren. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ne? Ich mache das jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Und fertig ist mein 3x-Mini-Album-Exemplar. Ich habe es tatsächlich wahrgemacht. Also mein Album wird so stehen und ich finde, es ist total geil geworden. Da fällt mir jetzt auch gar kein anderer Begriff ein. Denn ja, man kann es natürlich auch so hinstellen, aber mir persönlich gefällt das nicht, weil die Fläche hier einfach zu groß ist. Ich mag es halt nicht. Und deswegen geil. Ich habe hier nicht viel gemacht. Ich habe hier vorne nur noch Flottimotti ein kleines Schweinchen aufgestempelt und ausgeschnitten. Passend dazu hatte ich noch in meinem Bastelrepertoire was Ausgestanztes, also diesen ausgestanzten Hello-Schriftzug. Den hat mir mal irgendjemand zugeschickt. Ich hätte eigentlich auch mal gern sowas. Also wenn ihr wisst, von welcher Marke das ist, dann gerne mal unten kurz in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann habe ich hier noch so ein kleines Herzchen aufgeklebt. Das war aus so einem Set vom DM. Paar Blümchen gestempelt und der Drops ist gelutscht. Dann habe ich, also ich würde das Ganze natürlich jetzt so aufmachen und würde es so durchblättern. Weil das aber jetzt ein bisschen doof ist in der Kamera wahrscheinlich, zeige ich euch das nochmal so. Also ich habe, wie bereits angekündigt, diese Klammern verziert. Nichts Großes. Ich habe einfach nur noch ein bisschen Geschenkband zurechtgeschnitten und habe das hier so dran geknotet. Das war es dann auch schon, weil ich bin ja jetzt auch nicht so versiert, was Schleifen und so angeht, ne? Dann, wenn man das abnimmt, hat man einmal hier, einmal hier. Das Kopierpapier habe ich noch nicht eingeklebt, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Sehe ich jetzt auch gerade erst, dass das fehlt. Ja, dann mal eine kleine Tasche für Klimbim-Kleinigkeiten oder sogar noch extra Fotos. Und so spiegelt sich das Ganze jetzt auf jeder Seite weiter. So. Hier auch. Ihr seht, die Kombi, die ist immer relativ gleich vom Farbschema her. Deswegen glaube ich nicht, dass man da jetzt einen großen Unterschied erkennt. Es sei denn, es kleben dann später mal Fotos drin. Das Ganze verschließen tue ich mit diesen zwei Bändelchen hier. Ich habe in den oberen Ecken diese kleinen Löcher gestanzt, hier auf der Seite auch nochmal. Und dann kann ich jetzt im Anschluss das Band hier vorne durchfummeln und kann links und rechts eine Schleife binden. Ich habe jetzt keinen Bock, das Band durch das Loch zu fummeln, ehrlich zu sein. Weil ich muss es gleich noch für Fotos nochmal aufmachen. Deswegen lasse ich das jetzt, aber ihr könnt euch das ja sicher bildlich vorstellen. So, dann haben wir links und rechts noch ein Schleifchen und dann sieht das Ganze so aus. Ja, ist doch geil. Und man kann das schön hinstellen. Ja, immer mal was Neues. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbasteln. Die ganzen Maßangaben, Materialien etc. findet ihr alles unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, macht es gut, schwingt den Hut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!